Hallo, mein Name ist Olaf. Ich zeige euch heute, wie Aluminiumleiter betriebssicher an Phoenix Contact reinklemmen angeschlossen werden. Für den direkten Anschluss von Aluminiumleitern eignen sich zurzeit ausschließlich die Phoenix Contact Schraubklemmen der Baureihen UT, UKH sowie UBAL. An den UT und UKH Klemmen können ausschließlich eindrähtige runde und sektorförmige Leiter angeschlossen werden, an den UBAL-Klemmen zusätzlich auch noch mehrdrähtige Leiter der Klasse 2. Nun zum Prozedere. Nach dem Abisolieren entsteht am Aluminiumleiter binnen kürzester Zeit eine dünne, nicht leitende Oxidschicht. Diese muss also für eine betriebssichere elektrische Verbindung zuerst entfernt werden. Die Oxidschicht wird mit einem Messer auf diese Art und Weise abgeschabt. Bitte die Oxidschicht auf dem Leiter nicht mit einer Drahtbürste abschrubben, denn dadurch werden die Oxidpartikelchen nicht nachhaltig entfernt, sondern nur verteilt. Nach dem Abschaben der Oxidschicht den blanken Leiter in säure- und alkalifreie, das heißt neutrale Vaseline tauchen. Nun kann der Luftsauerstoff nicht mehr angreifen und es kann sich keine Oxidschicht mehr bilden. Nun erfolgt der elektrische Anschluss. Dafür wird die Reinklemme mit dem maximalen Drehmoment angezogen. Ich verwende dafür einen Phoenix Contact Drehmomentschraubendreher. Das maximale Drehmoment für die Klemme UT6, die hier auf der Schiene sitzt, beträgt 1,8 Newtonmeter. So, fertig. Man mag ahnen, wie viel Kraft dazu notwendig ist. Das bewirkt Folgendes. Dem Aluminiumleiter, der ja viel weicher als ein Kupferleiter ist, wird dadurch sehr schnell die Neigung genommen, sich noch weiter zu verformen. Die verbleibende Neigung, sich weiter verformen zu wollen, kann nun von den federnden Elementen der Schraubklemme ausgeglichen werden. Das bedeutet, dass der Anschluss nicht noch einmal nachgezogen werden muss. Wir raten sogar ausdrücklich davon ab, denn wenn zu stark angezogen oder zu oft nachgezogen wird, dann wird der Aluminiumleiter strukturell so beschädigt, dass er brechen kann. Ich habe das hier schon mal vorbereitet, mit etwa dem doppelten Nenndrehmoment angezogen. So sieht ein strukturell zerstörter Leiter aus, der potenziell betriebsunsicher ist. Das gilt natürlich auch für Service und Instandhaltung. Am besten den Anschluss, solange er betrieben wird, in Ruhe lassen. So, das war's zum Thema betriebssicherer Anschluss von Aluminiumleitern. Habt ihr Feedback für uns? Dann schreibt es bitte in die Kommentare.